Aloha Seekräuter, aloha Wohnzimmerkapitäne. Herzlich willkommen zum Deep Talk, zum Update 094. Und wir wollen gar nicht lange Zeit verlieren. Ja, wurdet ja schon ausführlich von mir und von uns hier informiert über das Update 094. Wir gehen mal die Sachen durch, die wir jetzt noch nicht besprochen haben in der Vergangenheit mit separaten Videos. Also, Advanced sowjetische Kreuzer eingeführt mit Update 094. Wir wussten es, Tallinn und Riga. Das Update kommt am 14. Mai um 7 Uhr und wird bis 10 Uhr eben benötigen, bis es dann ja auf dem Live-Server aufgespielt ist. Update-Größe diesmal 3,1 GB. Ich kann mich da noch an Worte dran erinnern, wo Wargaming gesagt hat, wir updaten unseren Client und so weiter, damit zukünftige Updates kleiner werden. Ja, ich habe jetzt auch nicht unbedingt den Eindruck, dass die Updates nach und nach wirklich viel kleiner geworden sind. Manche sind nur 1 GB groß, in Anführungsstrichen nur. Das ist ja für den einen oder anderen von uns auch schon durchaus eine anständige Größe. Aber jetzt haben wir sogar das Dreifache drin. Also umso wichtiger ist es einfach, dass ihr auf jeden Fall das Wargaming Center benutzt, weil wir da eben diese Updates eben preloaden können. Zu der ganzen Geschichte sowjetische Kreuzer, Vorabzugang und so weiter, habe ich euch ein separates Video gemacht, das findet ihr auf dem Kanal und das werde ich euch verlinken, nur damit ihr Bescheid wisst. Ich werde jetzt hier nicht nochmal genau drauf eingehen, wie ihr die ganzen Marken bekommt und was, wie, wann, wo getauscht wird und so weiter. Das Einzige, was ich jetzt euch nochmal sagen möchte, ist, dass der Tausch Moskwa und Kirov erst in Update 095 passieren wird, also ungefähr in einem Monat, ja. Und der Forschungszugang der Kreuzer, die jetzt eingeführt werden als Vorabzugang, den gibt es erst mit Update 096, also in 2 Monaten ungefähr. Ne? Dann kommt nämlich auch die Petropavlovsk dazu als T10 schwerer Kreuzer. Also ist ganz wichtig, wenn ihr jetzt in dem Vorabzugang spielt, dann spielt ihr die Kreuzer 2 Monate im Vorabzugang und nicht nur 1 Monat wie in der Vergangenheit. Das haben sie nämlich geändert. Es wird einen neuen Hafen geben. Beziehungsweise einen überarbeiteten Hafen, und zwar der Schwarze Meerhafen wird in Novorossiysk umgenannt. Und ich hatte euch ja einmal ein Ausblickvideo gemacht, so wird Update 094, da haben wir euch ein paar Ingame-Bilder, Gameplay richtig gezeigt. Hier gibt es nochmal ein paar Fotos. Ist auf jeden Fall meiner Meinung nach ansprechender geworden als der Hafen vorher. Haben natürlich ein paar Animationsgeschichten und so weiter dann dazugepackt. Allgemein ganz cool geworden, kann ich mir durchaus vorstellen, da auch mal zu verweilen ein bisschen, auch wenn ich immer noch den Fjord am coolsten finde, aktuell zumindest. Dann gibt es natürlich die lang ersehnten U-Boot-Gefechte, die jetzt als separaten Kampfmodus oder Gefechtsmodus eben auf den Live-Server kommen. Das heißt, in normalen Zufallsgefechten werdet ihr nie auf U-Boote treffen können, also sag niemals nie, aber stand mit diesem Update nicht, ja. Und das alles passiert ab 27. Mai bis zum 24. Juni. Also einen Monat lang kann auf dem Live-Server dann in einem separaten Gefecht getestet werden, was das Zeug hält. Ihr spielt mit U-Booten der Stufe 6. Und ja, auch da gibt es einen separaten Artikel zu, wie die U-Boote funktionieren und so weiter. Hatten wir euch auch in einem unserer Videos hier so erzählt und gezeigt. Da wird es, wie gesagt, nochmal was Separates zu geben. Da werdet ihr dann hier Informationen bekommen. Das, was sich dann noch ändert, ist natürlich die veränderten Verbrauchsmaterialien. Aktuell, also in Update oder bis Update 093, war es so, dass es ja Standard- und Premium-Verbrauchsmaterialien gab. Für die Premium-Verbrauchsmaterialien musste man 22.500 Credits pro Verbrauchsmaterial bezahlen, wenn man es einsetzen wollte. Das hatte sich ja meistens dadurch ausgezeichnet, dass man einen kürzeren Cooldown hatte und eine Aufladung mehr bekam. Und das wird es in Zukunft eben nicht mehr geben. Es wird keine Standardverbrauchsmaterialien geben, sondern in dem Sinne nur noch Premium-Verbrauchsmaterialien. Und die werden aber kostenlos werden. Ja, das heißt, ihr habt nicht mehr Ausgaben, sondern ihr spart sogar Geld, aber habt dieselben Fähigkeiten wie die Premium-Verbrauchsmaterialien aus der Vergangenheit. Das macht das alles für Wargaming wahrscheinlich auch ein bisschen besser zu balancen, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist zumindest mein Gedanke dahinter, wo sie in der Vergangenheit ja immer 2 verschiedene Cooldowns immer noch im Hinterkopf behalten mussten. Und somit wird es wahrscheinlich zum einen für euch sparsamer und zum anderen für Wargaming ein Ticken einfacher, die Schiffe eben auszurichten. Wenn ihr Verbrauchsmaterial im Inventar habt, die ihr irgendwie aus Kisten bekommen habt und sie noch nicht verbraucht habt, erhaltet ihr dafür 22.500 Credits. Wenn ihr Container mehr Verbrauchsmaterial habt, ja, irgendwie noch nicht geöffnet, ja, keine Ahnung, in euren Sammlungen, ihr habt 50 Container noch nicht aufgemacht, da sind welche davor dabei, erhaltet ihr automatisch 160.000 Creditpunkte dafür, ja. Und die Inhalte
wenn, also diese verbesserten Verbrauchsmaterialien und andere Belohnungen werden, werden quasi durch Signale ersetzt. Ja, das darf man bei der ganzen Geschichte auch nicht vergessen. Wenn man dann in Containern, die man zieht, konnte ja sowas auch dabei sein. Ja, und da werden dann jetzt eben Signale drin sein. Wichtig ist auch für die Flugzeugträgerpiloten unter euch, da gab es ja keine verbesserten Verbrauchsmaterialien, die haben jetzt eigentlich keine Ersparnis. Ne? Bei denen geht es einfach so weiter wie vorher. Aber da hat Wargaming auch dran gedacht. Und so werden die Wartungskosten für T-10-Flugzeugträger von 240.000 Credits runtergesetzt auf 180.000, also 60.000 pro Runde, die man dann da sparen kann. Es wird eine neue Season gewertete Gefechte geben, 20. Mai, 11 Uhr bis 16. Juni, 10.30 Uhr, Stufe 7, 7 gegen 7. Ihr könnt 4.700 Stahl und viele extra Belohnungen verdienen. Hier sind nochmal die Karten. Es wird einen separaten Artikel geben. Stand heute ist es so, das ist kein Sprint, das heißt, ihr könnt nicht Divisionen fahren. Ja. Mir persönlich macht der Sprint relativ viel Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch in dem letzten Modus, der jetzt gefahren wurde, fand ich das relativ unterhaltsam und auch in der Zweier-Divi halt echt angenehm. Aber das ist meine persönliche Meinung. Schreibt mir gerne konstruktiv in die Kommentare unten, was ihr vom letzten Sprint gehalten habt oder allgemein. Wie gesagt, das hier ist ein ganz normales gewertetes Gefecht, hat nicht direkt was mit dem Sprint zu tun. Dann geht's weiter mit Interface und Grafik und Ton. Und zwar hatte ich euch auch schon in dem Ausblickvideo zum Update 094 gesagt, jetzt verändert sich die Oberfläche hier bei den Modulen. Ne? Auch das wird jetzt so milchig, also nicht mehr durchsichtig. Und jetzt verändern sich die Symbolarten. Ne? Also Reparaturmannschaft sieht jetzt anders aus. Die ganzen Symbole sind jetzt ein bisschen anders gezeichnet, so ein bisschen mehr, ein Ticken mehr comichaft, wie ich persönlich finde. Und ihr könnt jetzt auch schon auf Schiffe gucken, die ihr noch gar nicht besitzt, welche Verbrauchsmaterialien und Upgrades ihr da einbauen könnt. Ja, das ist auch eine sehr interessante Neuigkeit. Das war in der Vergangenheit nämlich nicht möglich. Wenn man jetzt zum Beispiel nur der T5-Schiff, die New York freigeschaltet hat und die New Mexico noch gar nicht für EP freischalten kann, dann klickt man darauf und dann kann man sich hier Two-Module, also Two-Modules, da steht halt in Englisch da, und dann landet mir in diesem Bildschirm und kann sich das ganz genau in Ruhe angucken. Finde ich ziemlich cool, dass sie das jetzt endlich umgesetzt haben. Außerdem kann man jetzt eben auch, ohne in Hafen zu wechseln, dieses Schiff kaufen. Ja, ist gerade besonders interessant für diejenigen, die immer durchs Forschungsbüro grinden und dann immer klicken, kaufen, wieder Hafen zurück und wieder in Forschungsbaum und so weiter. Sondern jetzt klickt man sich hier einfach nur noch durch, wenn man dazu sagen möchte. Weiter geht's dann mit den Karten, Nordlichter, Zerklüftet, Schlafender Riese, Schleife, Griechenland, Kampfzone Alpha wurden alle überarbeitet, neues Beleuchtungsmodell wurde integriert und es gibt jetzt was ganz Neues und zwar, also nicht ganz neu, ich glaube, das war schon mal in World of Warships integriert vor einer ganz langen Zeit, ich persönlich habe es nie so richtig wahrgenommen, aber ich glaube, das war mal so eine in der Alpha und einer Beta ganz, ganz früh, prallt eine Granate von einer Panzerung ab, wird jetzt eine spezielle Animation gezeigt. Und ich habe die jetzt mal schnell vorbereitet. Ich habe da extra mal das Video dahin gespult. Jetzt achtet mal drauf, wie das jetzt aussehen wird. Ja. Tacular Animation. Achtung. Ich glaube, man konnte das jetzt ganz gut sehen, ja, dass die Granaten jetzt auch visuell abprallen. Und ich glaube, das ist was wirklich Sinnvolles, was sie da integrieren. Das ist nicht nur eine optische Sache, sondern es ist einfach eine Sache für viele, die neu sind in World of Warships und vielleicht das mit diesem Abprallern gar nicht so richtig verstehen oder verstanden haben in der Vergangenheit, wo sie vielleicht auch gar nicht wussten. Ja, und weil sie einfach teilweise auch relativ verschachtelt dargestellt wird. Ja, World of Warships ist ja nun nicht unbedingt ein leichtes Spiel, sage ich jetzt einfach mal, ist ja doch recht komplex. Und ich glaube, dass diese visuelle Animation dafür sorgt, dass Spieler in Zukunft dieses Spiel besser verstehen können. Nach und nach, das passiert nicht von heute auf morgen, aber ich glaube, dass das einfach dazu führen kann. Ich denke positiv, ja, vielleicht lacht der eine oder andere sich jetzt ein Fäustchen, aber ich denke positiv, das ist meine Grundeigenschaft als Mensch. Gut, und dann gibt es andere Sachen, die hier noch polnische Voice-Overs, niederländische, österreichische, ungarische Schiffe, da wurden die Voice-Overs eben überarbeitet und so weiter. Also da sind so Sachen, die man dann mit der Zeit eben wahrnimmt. Dann werden noch zwei weitere Karten überarbeitet, die sind teilweise hier bei dem HDR-Technologien auch schon mitgenannt. Schleife zum Beispiel ist da ja auch mit dabei, aber es gibt auch halt Layout-Änderungen. Ja, das ist die alte Karte Schleife, ja, wir achten jetzt mal darauf. Hier besonders, ne? Hier ändert sich die Insel, ja, da ist nämlich jetzt plötzlich ein Durchgang, hier geht eine Insel weg, hier verändert sich die Insel auch, guck an, die Lage in dem Cap drinne.
Hier verändert sich die Lage auch komplett. Ne? Also hier ist alt, das Helle ist alt, das Dunkle ist neu. Ja. Und dann haben wir auch hier eine große gravierende Änderung. Das ist alt und das ist jetzt neu. Ja. Also können wir auf jeden Fall schon mal deutlich sehen, wir haben jetzt in jedem Cap eine Insel drin. Ne? Das war nämlich hier vorher auch immer das Problem, dass die Leute da nicht vorrücken wollten, weil der Cap einfach zu offen war. Ja. In Zufallsgefechten. Jetzt haben wir hier auch eine Verlagerung der Inseln. Hier ist jetzt wieder auch eine Insel, wo man nochmal, ja, eigentlich dran campen kann. Ne? Also ist ja auch wieder so ein, das hat ja immer seinen Pro und Contra. Und die Ecke ist hier jetzt nicht mehr so abgeschirmt, wie sie in der Vergangenheit war. Ja. Und dann haben wir auch hier eine Veränderung. Hier haben sich die Inseln aber an sich gar nicht verändert, sondern nur der Teil hier oben, hier. Ja. Da, das ist eigentlich die einzige Änderung bei Atlantik. Ne? Und wenn ihr Koop gerne spielt, dann verändert sich da auch was. Und zwar die Anzahl der Punkte, wenn ihr mit 3 Schlüsselbereichen spielt, wird auf 400 erhöht. Und wenn ihr mit 4 Schlüsselbereichen spielt, eben auf 300 Punkte erhöht. Und damit wird am Ende dafür gesorgt, dass Koop-Gefechte länger dauern. In der Vergangenheit war es ja jetzt so, sie hatten ja schon mal diese Sache angepasst, dass sie mehr Gegner in einem Gefecht haben. Ich glaube, sie hatten von 8 auf 9 erhöht, wenn ich mich recht entsinne. Und jetzt passen sie halt die Punkte nochmal nach oben an, dass so ein Gefecht halt nicht nur 5 Minuten dauert oder so. Ne? Oder teilweise sogar noch weniger. Sondern es soll halt vermieden werden, dass eins der Teams schnell die 0 Punkte erreicht. Damit ist das Gefecht ja dann für das Team, was 0 Punkte erreicht, eben verloren. Und dann gibt es weitere Änderungen in der Game Balance. Und da gibt es auch wieder ein separates Video zu. Buff and Nerf für Premium- und Forschungsbaumschiffe habe ich es genannt. Gibt es bei uns auch regelmäßig bei uns auf dem Kanal. Immer wenn so eine Änderung sind, findet ihr das auch in Videoform natürlich. Ich will jetzt gar nicht auf alles nochmal eingehen, weil ich, wie gesagt, darüber schon ausführlich gesprochen habe. Ihr könnt es hier nochmal in Ruhe nachlesen. Ja, Hydro ist jetzt auch im Standardrumpf beim T6-Zerstörer verfügbar und auch beim T5 ist jetzt Hydro in einem separaten Platz dazu gekommen. Das macht die T22 zu einem ziemlich starken Zerstörer auf T5 meines Erachtens nach. Auf jeden Fall einen deutlich stärkeren Zerstörer jetzt. Bei der Daring wird weiter genervt hier. Jutland und Daring, das sind ja die Schiffe, die in der letzten Zeit, in den letzten Updates immer so ein klein bisschen einen auf den Deckel bekommen haben. Da wurde jetzt, glaube ich, insgesamt schon ursprünglich mal bei 2,5 Sekunden, sind wir jetzt schon bei 2,8 Sekunden angekommen. Sind nur 3/10, aber naja, über die Zeit zählt das dann eben auch. Ja, und sonst, was haben wir hier noch? Haben wir hier wieder den russischen Schlachter mit dabei, die Kremlin, die ja auch immer wieder auf den Sack bekommt in der letzten Zeit. Nee, also das ist hier jetzt nicht dabei. Also von daher alles soweit fein. Und hier haben wir vielleicht noch einen Hinweis. Die Deckspanzerung wird auf 38 mm jetzt erhöht bei der North Carolina. Die anderen T8-Schiffe wie Massachusetts zum Beispiel oder Alabama, die hatten schon 38 mm. Nur die North Carolina hatte nur die 37. Ist jetzt, eine Schönheitskorrektur. Es kann unter Umständen sogar was ausmachen, dass man 38 hat oder 37. Gerade was, ich glaube, die Penetrationsfähigkeit der 203 mm Granaten HE von einer Sauer zum Beispiel, die kommt, glaube ich, nagelt mich bitte nicht drauf fest, aber ich glaube, die kommt durch die 38 nicht durch die 37 aber schon. Nicht hundertprozentig sicher, aber ich denke, dass hat auf jeden Fall einen Effekt, halt vor allen Dingen gegen die HE-Granaten. Ne? Bei den Deutschen spielt das wieder keine Rolle. Ne? Also die haben ein Viertel Pen, da würden die 38 mm halt trotzdem penetriert werden. So, dann geht's weiter mit der Sichtweitenanpassung für Flugzeuge. Die gucken jetzt nur noch 16 Kilometer weit, also seid ihr 16,1 Kilometer vom Flugzeug weit entfernt und alle anderen Gegner noch weiter. Dann geht ihr halt nicht mehr auf, wenn ihr schießt zum Beispiel. Ne? Dann gibt's weitere Sachen. In der Waffenkammer sind jetzt Container für die Sammlung schnell und entschlossen erhältlich und ihr könnt sie gegen 6000 Kohle bekommen. Und wenn ihr die vervollständigt habt, dann gibt es Luigi Sansonetti, das ist dieser italienische Kapitän, den es Ende des letzten Jahres mit Einführung der italienischen Kreuzer gab. Und mit Update 094 werden die europäischen Marken im Wechselkurs von 1 zu 7500 Creditpunkte umgewandelt. Es wurde jetzt auch eine neue, im Bereich Tarnung eine neue permanente Tarnung hinzugefügt, nämlich Victory Day, die ihr jetzt dann eben auch für Dublonen bekommen könnt. Die waren ja vorher in der Waffenkammer erhältlich. Ihr konntet sie zum Beispiel auch bei uns im Livestream letzte Woche gewinnen, eine Tarnung davon. Und ja, das ist jetzt halt auch in-game kaufbar für Dublonen. So, und dann gibt es neue verbrauchbare Tarnung in World of Warships, nämlich Rekrutierungsbüro, Trophäe,
verliehen, verdient und triumphal. Ja, das sind so, da wissen wir teilweise noch nicht mal, wie die aussehen. Also da bin ich mal gespannt. Rekrutierungsbüro, da gab es eine Ausschreibung für, da hatte damals der eine Entwurf gewonnen und deswegen ist es dann quasi ins Spiel, bis jetzt ins Spiel integriert. Die anderen vier sind bis jetzt unbekannt, wie sie optisch aussehen. Also ich kann mich jetzt zumindest nicht dran erinnern. Dann freue ich mich ganz besonders darüber, ja, da liegt hier die Rhein, die Weser, die August von Pasewal, die Manfred von Richthofen, die Z35 und die andere Version der Lenin testen darf. Problem ist natürlich, in der Vergangenheit hätte ich euch sehr, sehr gerne darüber berichtet. Aktuell sieht es eher so aus, ob ich euch darüber nicht berichten könnte. Das ist, naja, fraglich. Ich warte da noch auf eine ganz klare Definition von Wargaming. Und dann schauen wir mal weiter. Aber prinzipiell geht es halt jetzt langsam los, dass diese halt auch getestet werden, diese Schiffe. Ne? Und dann gibt es noch diverse Änderungen. Ihr seht, wie lang die Liste ist. Das sind oft nur Kleinigkeiten. Aber zum Beispiel wird ein Fehler behoben, wo die Smolensk als Premium-Schiff angezeigt wurde. Das war nämlich die Situation, wenn du halt den goldenen Laberkranz hast und in der Mitte eben das goldene Symbol. Also so wie hier bei der Siliwangi oder bei der Georgia. Dann ist es ein richtiges Premium-Schiff. Wenn man das weiße Symbol hat, ist es ein Spezialschiff. Ein Spezialschiff hat in der Regel keine Credit-Punkte-Vorteile und so eine Sachen. Ja. Dann gibt es hier Anpassungen bei den Texturen von diversen Schiffen. Da ist die Mainz zum Beispiel auch von betroffen, die Hayate und Georgia, Österjötland und Marceau und all so ganzen Geschichten. Die Graf Zeppelin, da werden Schottpanzerungen geändert von 20 mm auf 60 mm. Das war nämlich ein Bug, ja, dass der Schott da nur 20 hatte. Seid jetzt unter Umständen, ich weiß gar nicht genau, wo das jetzt sein soll, aber unter Umständen seid ihr deswegen besser in der Survivability, also in der Überlebensfähigkeit. Interessant ist auch, gerade im Umgang mit der Flak, wenn ihr ja aus der Luft erkannt werdet, ne, und die Flak aufhört zu schießen, dann seid ihr nicht sofort wieder zu, ja, sondern dauert mindestens 2 Sekunden, bis quasi die Erkennbarkeit wieder runtergeht auf die normale Erkennbarkeit. Das entspricht zum Beispiel, nehmen wir die Österjötland, die geht auf 2,5 Kilometer weit auf, ihr schießt, das Flugzeug ist auf 5 Kilometer, ja, ihr schießt und schießt und schießt und schaltet dann die Flak aus, dann dauert es noch 2 Sekunden, bis ihr wieder nur 2,5 Kilometer erkennbar seid und nicht, dass ihr quasi instant sozusagen, verschwunden ist sozusagen, die Erkennbarkeit oder dass ihr eben aufgedeckt wurdet durch dieses Flugzeug, ja, so verstehe ich diese Erklärung. Ja, dann werden hier bestimmte Sachen umbenannt. Ne? Das heißt nicht mehr Kontostufe, sondern in Zukunft Zugangsstufe. Die Ladegeschwindigkeit des Game Clients wollen sie verbessert haben, gerade wenn man mehrere Kapitäne hat. Also in den ganzen Geschichten. Also wer jetzt wirklich alles ganz genau wissen möchte, dem lege ich dann hier diesen Artikel ans Herz, sich das ganz genau nochmal durchzulesen. Ja, und ja, dann sind wir eigentlich schon wieder durch diesen Deep Talk. Ist wirklich jetzt mal ein bisschen sportlich gewesen, aber wir haben halt schon auch über viele Sachen hier berichtet. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Update, gerade auch die optische Neuigkeit mit den Abprallern. Die finde ich richtig genial und mit den Premium-Verbrauchsmaterialien macht mir die Schiffseinweisung in Zukunft ticken leichter. Sicherlich werden sich viele von euch auf die U-Boote freuen. Da werde ich auch wieder aktiv fahren. Wird es vielleicht auch mal den einen oder anderen Livestream geben, wo wir uns nochmal ein bisschen mit den U-Booten auseinandersetzen und meiner speziellen Kampftaktik, die ich mit den U-Booten da versucht habe. Wie gesagt, und eben schon gesagt, bei den sowjetischen Kreuzern, da müsst ihr euch einfach das separate Video, was ich euch vor kurzem erstellt habe, nochmal anschauen. Das verlinke ich unten, das ist 7 Minuten lang. Da sollte es dann auch keine Fragen mehr geben. Sollte doch so sein, wieder erwarten, dann einfach eure Fragen in die Kommentare rein und dann werde ich die umgehend schnellstmöglich nach bestem Wissen und Gewissen beantworten. Jetzt sage ich danke für eure Zeit, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und wenn es euch gefallen hat, was ihr hier gesehen habt, dann Daumen nach oben da lassen, Kommentar da lassen, Kanal abonnieren und vor allen Dingen auch weiterempfehlen. In dem Sinne, habt eine tolle Zeit, bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Livestream hier auf dem Kanal. Euer Siegkreuz-Team, euer Andi. Ciao, ciao.